Hallo und willkommen zurück bei Mafia 3. Und wir sind mittendran, jetzt mal uns frei dazu zu bewegen, die Aufträge zu erledigen. Jetzt haben wir hier wirklich viele, viele Auswahlmöglichkeiten, was wir als nächstes tun. Eins haben wir ja schon ausgewählt in der letzten Folge, wo wir hingehen wollen als nächstes. Kümmern wir uns erstmal hier rum. Und bringen den Schmugglerring ein klein wenig durcheinander. Was wir danach machen, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Wir werden alles Stück für Stück nach und nach auf jeden Fall erledigen. So, mal eben kurz hier irgendwo parken. Dann müssen wir mal schauen, wie wir hier reinkommen in den guten Laden. So. Hallöle. Okay, das wird hier gerade ein bisschen tricky. Kein Mucks mehr, mein Freundchen. So, da vorne ist auch noch einer. Den holen wir jetzt auch mal eben. So. Jetzt müssen wir mal sachte vorgehen. Hallo. Ich hoffe, du hast alles aufgenommen, was du aufnehmen wolltest. Und den sollen wir töten. Ja, der ist ja gar nicht mehr weit. Ah, scheiße, ist da wer? Das könnte durchaus möglich sein. Hallo. So, der wäre erledigt. Aber ich guck mal, ob ich den Rest hier auch noch auseinandernehmen kann. So, damit ich hier ein bisschen abgrabbeln kann noch. Hier können wir zum Beispiel auch noch was zerstören. Aber wie? Explosives. Ah, okay. Sollte ich vielleicht nicht tun, wenn ich gerade in der Nähe stehe. Die Lums, die Lums. Und wieder einer tot. Ja, schau mal nach. Eieiei. So, noch einer ist über. Den holen wir uns jetzt auch noch. Hallo. Alles klar. Hier lebt keiner mehr. Hoffe ich mal. Ich schaue mich hier gerade mal eben um. Können wir vielleicht den Verteilerkasten hier vorne irgendwo benutzen, um auf Nummer sicher zu gehen. Da vorne ist er. Ich hoffe mal, die reichen, die wir noch haben. Das ging noch relativ schnell jetzt. Ja, wie reicht das schon? Sowas passiert eben. Ein Truck fährt vorbei, der Fahrer hat eine Eingebung und verschwindet. Einfach so. Und da springen wir dann ein. Yay. Ja, coole Sache. Und jetzt werden wir mal kurz schauen hier. Hervorragend. Das wollte ich nur eben erledigen. Und jetzt können wir uns hier wegbewegen. Und ja, auf zum nächsten Ziel. Das ging ja relativ easy. Alles klar. Das ist verwanzt, das ist verwanzt. Ihr seht's ja. Goodie. Da ich jetzt aber noch ein bisschen was sammeln muss und auch noch mein Kickback abholen will, würde ich sagen, fahren wir erstmal hier drüben hin, holen uns den Kickback ab, weil der liegt ja mehr oder weniger auf dem Wege. Ist ja relativ nützlich,
Darf ich mich so nicht verfahren. So, einmal hier raus und dann darüber ins andere Gebiet. Ich könnte jetzt hier auch so ein paar Sicherungen abgerabbeln, aber das machen wir ein andermal. Wir werden dieses Gebiet hier noch ein bisschen durchkämmen, aber jetzt fahren wir erstmal rüber. Wieder in das Gebiet zur Cassandra, weil die hat noch ein bisschen Kohle für uns. Und dann können wir das mal mit dem Abholen testen. Einfach nur mal schauen, wie das aussieht. Da links, okay. Bin mal gespannt, was das Ganze so bringt. Also ich muss schon sagen, wenn das alles irgendwann mal ausgebaut ist, also man wirklich alle Möglichkeiten soweit hat, ich glaube, dann hat man hier wirklich reichlich zu tun in der Stadt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wow! Oh, Alter! Fahr doch einfach weiter, du Vogel! So gute Bremsen hat das Ding auch nicht. So, und dann mal eben kurz bei Cassandra vorbeischauen. Hallo. Können wir mal vorne rein. Was war das? Ups. War ich nicht, Cassandra. Ist einfach so runtergefallen. War Voodoo. Wie mir das glaubt? Ich weiß ja nicht. Hallo. Schön, dich zu sehen, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Ich weiß, dass es viel Vertrauen braucht, mir das Hollow zu überlassen. Wirst das nicht bereuen. Bin ja mal gespannt. Okay, erstmal hier. Die Früchte unserer Arbeit. Bon Appetit. Ja, bon Appetit. Oh. War ich auch nicht. Ist auch Voodoo. Alles Voodoo. Ich räume das nicht auf. Nein. Tut mir leid, Cassandra. Musst du machen. Sei dein Haus. Okay, da geht's nicht raus. Das ist einfach nur eine Tür zum toll aussehen. Oh, hell. Okay, dann rufen wir mal hier, Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. Da ist da, da ist die Gute. Hallo. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Was hoffe ich doch. Auf. Okay, ich wäre dann soweit. Gut, wir müssen also nicht mehr immer bis nach Hause fahren. Das ist schon mal ganz cool. Wo ist denn unser Auto jetzt hin? Na toll. Unser Auto wieder verschwunden, oder was? Ja. Ne, der steht hier hinten. Okay. Dass die Autos immer von alleine irgendwo verschwinden, ist ein bisschen nervig. So, Deli. Dann schauen wir mal auf die Karte. Dann würde ich hier sorgen. Räumen wir erstmal hier die paar Dinger auf. Und holen die uns. Oh. Hoppala. Entschuldigung, ist vorbei, danke. Vorsicht. Weil wir brauchen so ein paar Sicherungen dann, um ja die anderen Dinger da einzunehmen, wo wir sie wirklich brauchen vielleicht. Ob es wirklich gut ist. Oh. Ich sollte mich beim Autofahren konzentrieren. Halt mal eben kurz. Ich muss ja gerade mal ein paar Dixie-Penner auseinandernehmen. Hallo. Oh oh. Alter, verreck einfach! Der ist noch nicht erledigt! Das ist richtig, aber du! Aua, heiß! Heiß, 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 heiß! Das heißt, wir nehmen einfach mal die Schrotti. Man hat der eine Pirouette getanzt da. Dein Herz schlägt wie wild. Okay, der bewegt sich nicht mehr. Unbefugtes Betreten von gegnerischem Gebiet. Na, wenn du das sagst. Ich sehe das anders. So, jetzt zurück zum Auto.
weiß gar nicht, weit ist denn das noch? 85 Meter, okay. Fahren wir da vorne hin, stellen uns da ab. Hätten auch so hinlaufen können. Oh, parken wir mal hier. Stören wir die Frauen mal nicht hier beim Quatschen. Der sie daran erinnert, dass das Leben es wert ist, dafür zu kämpfen. Dass unsere Sache es wert ist. So, irgendwo hier vorne soll es sein. Mitten im Müll, wo auch sonst. Okay, ja, ich vergesse ja nicht, dass ich das woanders machen muss. Oh, hier gibt es Schutzkleidung. Die können wir uns ja mal eben holen. Mal kurz abgrabbeln. Irgendwo dahinter, na klassen. Wir kommen schnell jetzt schon wieder hin. Ich hasse es. Geh mal halt durch das Gebäude. Ich meine, es ist ja schön. Oh. Oh. Das ist aber ein schönes Auto. Auf hier. Naja, schön ist relativ, oder? Okay, jetzt. Was zum Geier? Bin ich hier rein zufällig bei diesem. Tatsächlich, ich bin hier in diesem Lokal. Ach, guck einer an. Hier bin ich. Ja, holen wir uns mal kurz die Weste, die da hinten ist, und dann gehen wir auch wieder vorne raus. Oh, einmal kurz das Westchen eingepackt. So. Und dann gehen wir wohin? Wir müssen dort drüben hin. Also ist gar nicht so weit weg. Das ist praktisch da, wo wir den einen verhört haben. Ah, ich gehe vorne raus durch den Haupteingang. Hallo. Oh, getanzt wird hier auch. Aber es ist halt keine... Ja, kein Bordell mehr. Die Stimme des Hollow. Yay. Tut mir sehr leid. Ich hab dich zwar angerempelt, aber okay. Was haben wir denn hier? Show, show. Interessant. Ist das der Rauschmeister hier? Coolio. Okay, dann gehen wir mal rüber. Dort drüben soll was sein noch. Hier rein. Ah, hier geht's lang. Hoffe ich mal. Ah, und wieder mal aufbrechen. Was auch sonst. Das ist auch so keine Sau interessiert irgendwie. So, und da sind wir auch schon am Ziel angekommen. So. Schon hammert. Ihr erinnert euch, hier war mal die Zielperson, die wir da ausgeschaltet haben. Aber das ist schon eine ganze Weile her eigentlich mittlerweile. So, schon die falscheste. Dann haben wir hier oben noch einige. Dann gehen wir mal dahin. Wie weit ist das weg? Oh, das ist doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Aber komm, gehen wir zu Fuß. Kann der Clay mal ein bisschen abnehmen. Oder der Lincoln eher gesagt. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Orte hier. Im Vorbeilaufen. Liberty, Equality, Prosperity. Mhm. Hallo. Oh, tut mir leid. War keine Absicht. Was? Oh, oh. Hoppala. Keine Absicht. Huch. Dass ich die nicht getroffen habe, ist schon ein Wunder. Keine Ahnung. Entschuldigung. Danke für den Hinweis, dass ich das dort draußen rumtrage. Ist mir gar nicht aufgefallen. Doch mal. Nein, kannst du nicht. Ich guck mal, ob ich hier gleich was anstellen kann. So währenddessen. Wäre auch mal was Schönes. So, hier haben wir erstmal wieder so ein Dingens. Haben wir eingesackt. Auf zum nächsten. Das wäre hier oben. So. Sollte ich vielleicht mal öfter nebenher machen. So ein bisschen darauf achten.
mal hier jemanden finden. Platz wahrhaftig, aber wir sind auch nicht alleine. Hier wird geschrien, was das Zeug hält. Du hast hier nichts zu suchen. Hä? Das nicht? Nicht? Sicher, dass ich hier nichts zu suchen habe? Okay, dann... Aua, aua, aua. Ah! Ja, dann lad mal nach, mein Freund. Mehr als du denkst. Los, tanz den Walzer. Na, mein Freund, du auch noch? Okay, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan hier, die Schießerei, aber wo wir gerade mal hier sind, wa? Da können wir das ja auch mal machen. Und schon ist die Sache erledigt. Selbst schuld, wenn man sich mit mir anlegt. Ich will mich gar nicht heilen. Ich wollte die Waffe wegstecken. Das wollte ich. Ah, da findet man doch den einen oder anderen hier. So, irgendwo. Ah, da. Ja, jetzt geht er um das Gebüsch rum. Auch das hätten wir. Okay, die zu finden, also ohne diese Dinger, ich glaube, das wäre relativ schwierig. Aber dann haben wir mal wieder welche für die Zukunft. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir noch einige Gebiete auszunehmen. Oh, da haben wir schon das nächste wieder. Und dann gehen wir noch. Ich würde sagen, die drei machen wir noch hier. Gehen wir da hin. Hallo. Einer da? Nö, keiner da. Alles ziemlich leer hier. Leer gefegt. Ich bin immer gespannt, ob sich das Hollow auch ein bisschen verändert unter Cassandra mit der Zeit. Wäre irgendwie cool. Ganz cool eigentlich. Moment, hier sind wir dran vorbeigelaufen. Das können wir ja auch mitnehmen. Irgendwo hier vorne. Da liegt's rum. Okay, das andere war hier unten. Und. So. Peace and love are spirits, soll das heißen? Ne, Spirits, Grits? Grits wahrscheinlich, and Grits, ah! Peace and love and Grits, so soll das heißen. Hey! Wie geht's? Alles cool. So, dann holen wir noch den letzten hier unten. Dann haben wir sie alle. Aus diesem Gebiet, soweit. So, dann haben wir wieder 10 Stück und dann können wir demnächst wieder ein bisschen, naja, was tun, was das angeht. Die Lumps irgendwo hier vorne soll das sein. Mal gucken, ob wir es finden. Was ist das denn? Ist das eine Lagerhalle oder was? Keiner hier? Okay. Gearbeitet wird wohl nicht mehr. Ich wollte eigentlich die Waffe auswählen. So. Gehen wir hier wieder runter. Und dann. Und dann. Ja, und dann. So, wie gesagt, das haben wir soweit alles abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, unser nächstes Ziel. Ich denke hier drüber nach. Hier nochmal so ein Bootsding. Alles cool mit dem Stil, das Boot. Die Dixie-Mafia will die Bootsladung Gras verschiffen. Und das ist, glaube ich, so das nächste, was ich machen möchte. Können wir auch mal wieder eine Nebenquest erledigen, sozusagen. Okay. Ich stecke schon wieder weg. Oh Gott! Ich rufe die Polizei! Ja, dann mach mal. Okay, aber, meine Freunde. Ich wollte mal eben ganz kurz hinten rumfahren. Wir brauchen sofort Hilfe. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit. Erstmal weg da. Fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Ich bin immer gespannt, wie die reagieren, wenn wir woanders sind. Ganz ehrlich. Oh. Was will ich hier? Natürlich mal eben ganz kurz. Oh. Natürlich perfekt geparkt. Zwischenspeichern für mich selber. Weil das funktioniert hier ganz gut.
Ich habe da noch nicht so den Überblick, wie es woanders ist. Deswegen mache ich das immer kurz hier. Ja, jetzt speichert er nämlich, wie ihr seht, da oben rechts. Und das finde ich immer relativ angenehm. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, war es das für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier an gleicher Stelle bei Mafia 3. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Bussard.